Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. Im letzten Part haben wir schon die ersten paar Widersprüche von Christoph zerschmettern können und jetzt dann gleich geht's weiter mit seinem Motiv, warum er eigentlich Drew und dann auch Vera, aber vor allem erstmal Drew umbringen wollte. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich werde dann auch gleich noch genau auf die Formulierung der Frage achten, was ich beweisen muss und so. Aber vielleicht hat es eben, oder ich meine, das mit dem Motiv haben wir ja schon geklärt, sorry, beim letzten Mal schon, weil halt er der Fälscher vielleicht war, aber wir müssen das jetzt halt noch irgendwie beweisen, dass er wirklich der Fälscher war, und das könnte dann mit dem gelben Brief zu tun haben, aber wir schauen mal. Ich muss ihn von dieser Dunkelheit befreien, und das geht nur mit Beweisen. Was ist der Beweis für Christoph Gavins Verbindung mit Drew Misham? Genau. Und dieser Brief mit dem gelben Umschlag, den haben wir ja in seiner Gefängniszelle gefunden, und der wurde von Drew an ihn geschrieben. Und das ist eine Verbindung. Schon, ne? Nun, Herr Justice, Christoph Gavin soll also vor 7 Jahren bei Drew Misham eine Fälschung bestellt haben. Beweisen Sie es! Das lässt sich beweisen. Einfach lächerlich. Warum überhaupt darüber reden? Diesen Beweis gibt es nicht. Einspruch! Sagen Sie die Wahrheit, Apollo Justice. Das tue ich. Dann würde ich sagen, wir sollten der Verteidigung eine Chance geben. Na schön, aber wenn sie falsch liegen, dann müssen sie sich auf eine Strafe gefasst machen. Einspruch. Oh, war ja. Einspruch. Wow. Das kam von ihm. Euer Ehren, sie tun der Verteidigung Unrecht. Herr Justice steht voller Leidenschaft hinter dieser Behauptung. Sollte die Strafe nicht seiner Leidenschaft entsprechen? Oh, du Arsch, hey. Oh nee, ich will nicht Game Over gehen. Ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, schon mehrmals sogar. Ich bin bisher noch immer in Apollo Justice nicht Game Over gegangen. Und das wäre dann das erste Ace Attorney überhaupt. Und ich will auch, dass es so bleibt. Aber jetzt habe ich Angst. Instant Game Over. Toll. Solch eine Strafe habe ich schon lange nicht mehr erteilt. Nun, Herr Justice. Gut, euer Ehren. Ich muss nur eine Verbindung beweisen können. Etwas, das Christoph Gavin mit Drew Misham verbindet. Und ich habe etwas, das dafür in Frage käme. Na schön, Herr Justice, legen Sie Ihren Beweis vor. Zeigen Sie uns die Verbindung zwischen unserem Zeugen und Drew Misham. Okay. So, weil das jetzt ein Instant Game Over ist, werde ich mir jetzt das nochmal ein bisschen überlegen. Also ich hätte eben den Brief genommen. Brief an Drew Misham. Ja, das steht da auch falsch übrigens, ne? Der ist nicht an Drew Misham, der ist von Drew Misham. Kurz vor dessen Tod. Giftspuren auf Briefmarke entdeckt. Ja, das Blöde ist ja, ich kann den noch nicht mehr lesen, den Inhalt. Weil ich weiß nicht mehr genau, was da drin stand. Er hat irgendwie, hat Drew den Kunden, also Christoph, darum gebeten, dass er den Fluch von seiner Tochter nehmen soll oder sowas. Weil Christoph hat ihr ja, Vera, den Nagellack gegeben. Und das war dann ihr Glücksbringer und sowas. Und das meinte Drew damit wahrscheinlich. Oder so. Ich kann mir die Briefmarke übrigens auch extra angucken. Diese Briefmarke. Sind das nicht die Grammarize? Warum hat mir Herr Wright diesen Brief kurz vor dem Prozess gegeben? Okay, den hat er von ihm erhalten. Okay. Ja, das stimmt aber eigentlich übrigens nicht. Weil gegeben hat er ihm nicht. Das ist jetzt wieder die Frage mit der Gerichtsakte. Weil in der Gerichtsakte sind ja nicht Sachen, die Apollo oder Phoenix in ihrer Tasche mit sich rumschleppen. Weil wir haben ja gesehen, dass Phoenix den Brief wieder an Christoph zurückgegeben hat. Der hat den nicht eingesteckt. Also nicht aus dem Gefängnis wieder mitgenommen zumindest. Also Apollo hat ihn nicht dabei, eigentlich zumindest. Egal. Und warte mal kurz, was steht hier nochmal? Das kann man nicht entziffern, ne? Warte mal, ich werde mal kurz wechseln. Da steht eine Adresse und ein Name, den ich noch nie gehört habe. Ja, ich kann es auch nicht, ich kann es nicht lesen, leider. Wenn ich es drehe, kann ich es dann irgendwie lesen? Nö. Ja. Nicht wirklich. Aber hier von Drew Misham. Ja. Jetzt warte noch mal kurz. Ich will mir das jetzt wirklich überlegen, weil ich nicht Game Over gehen will. Also ich meine, das ist schon. Aber da ist halt das Problem, dass das ja jetzt kein so legaler Beweis ist irgendwie, weil wir den, wenn den Apollo wirklich dabei hätte, dann hätte ja Phoenix den doch geklaut irgendwie. Und wir können ja nicht beweisen, dass der in Christophs Zelle gefunden wurde, den hätte ja Phoenix irgendwo her nehmen können. Ich meine, das Blöde ist halt, eigentlich steht ja auch eine Adresse dran, wo man das hinschickt, aber das kann man nicht lesen. Irgendwie. Das ist halt blöd. Aber habe ich dann irgendwas anderes, was eine Verbindung zwischen Christoph und Drew herstellt? Lasst mich nochmal kurz überlegen.
Weil ich denke schon, dass ich den gelben Brief nehmen muss. Weil der kam bisher noch gar nicht vor Gericht. Der rote nochmal. Der wurde ja an Drew geschickt, aber ich weiß nicht von wem. Und da können wir auch nicht beweisen, dass das Christoph war. Also nein. Und ich meine, der Nagellack stellt halt nur eine Verbindung zwischen Christoph und Vera her, aber nicht zwischen Christoph und Drew. Ich meine, Vera und Drew sind Vater und Tochter, ne, schon. Aber trotzdem. Da ist der gelbe Umschlag besser, finde ich. Der kleine Rahmen. Nee. Die Bilder, nee, sowieso nicht. Die Briefmarke. Ja, das hängt ja alles zusammen. Aber nee, das ist schon der gelbe Brief, ne? Ja. Ach, bitte, lass das richtig sein. Ich nimm's. Nimm das! Okay, puh. Dieser Beweis belegt, dass es eine Verbindung gibt. Einspruch. Dieser Papierfetzen. Ich fürchte, das kann ich sie nicht vorlegen lassen. Gibt es ein Problem damit? Ja. Wie können Sie das überhaupt haben? Das ist unmöglich. Ach so. Das ist ja... Okay, dann ist es doch so, dass Phoenix den wirklich nicht dabei hatte. Er hat ihn wieder zurückgegeben, das haben wir auch gesehen. Aber Phoenix hat den auch fälschen lassen? Oder wie? Hm? Hey, das ist Paps Handschrift. Oh. Tatsächlich. Toll, Phoenix. Herrn Wrights Handschrift? Was soll das heißen? Jetzt verstehe ich. Ja, natürlich. Was meinen Sie mit natürlich? Gerade ist mir eingefallen, dass ich gestern einen Besucher hatte. Phoenix Wright kam zu meiner Zelle. Aber ich war nicht da. Phoenix Wright? Als ich zurückkam, habe ich gesehen, dass sich etwas von mir in seinem Besitz befand. Natürlich konnte ich nicht zulassen, dass er meine private Post liest. Post? Sie meinen, dieser Brief befand sich in Ihrer Zelle? Nein. Offenbar muss Herr Wright noch von seiner Angewohnheit des Fälschens geheilt werden. Wenn das eine Fälschung ist, ist sie ziemlich schlecht. Die Handschrift ist grauenhaft. Das ist Herrn Wrights Abschrift des Originalbriefs. Abschrift? Als Herr Wright Christoph Gavins Zelle einen Besuch abstattete, hatte er eine kleine Videokamera dabei. Ach, das habe ich nämlich auch nicht verstanden übrigens, was es eigentlich damit auf sich hatte. Aber da war eine kleine Videokamera drin und so hat es alles aufgezeichnet und dann eben den Geschworenen zeigen können. Okay, ja. Was? Er hat das gesamte Gespräch mit Ihnen, Herr Gavin, aufgenommen. Das ist eigentlich auch illegal übrigens, aber okay. Und den Inhalt Ihrer persönlichen Post. Wie dem auch sei. Dieses lächerliche Beweisstück wird vor Gericht niemals akzeptiert werden. Beweise, die auf dem Video eines Mannes ohne Befugnisse beruhen. Einem Ex-Anwalt, der sich der Fälscherei verdächtig gemacht hat. Staatsanwalt Gavin? Staatsanwalt Gavin? So peinlich es mir auch ist, es sagen zu müssen. Aber mein Bruder ist nicht in der Lage, ein vernünftiges Urteil zu fällen. Euer Ehren, Ihre Entscheidung bitte. Dem Antrag der Verteidigung wird nicht stattgegeben. Was? Nur wirkliche Beweise sind vor Gericht zugelassen. Bitte streichen Sie das Beweisstück der Verteidigung aus dem Protokoll. Nächstes Mal haben Sie vielleicht mehr Glück, Justice. Nun, bei unserem Kreuzverhör haben wir tatsächlich einen Umweg gemacht. Und das war verloren wieder, auf keinen Fall. Wir haben ja sogar erst eine Aussage gehabt bisher, ne? Ja. Aber der Verteidigung fehlen offenbar die Beweise. Ich sehe mich gezwungen, das Kreuzverhör von Christoph Gavin an diesem Punkt zu beenden. Apollo, tu was! Ich denke gerade nach, aber ohne Beweise... Ich habe nichts, das ich gegen ihn verwenden könnte. Na schön, das ist das Ende des Kreuzverhörs unserer speziellen Zeugen. Einspruch. Yeah! Die Show ist vorüber, aber das Publikum möchte eine Zugabe. Jetzt erst verstehe ich das Warum. Staatsanwalt Gavin! Offen gesagt, ich bin erleichtert. Das hat mich schon seit 7 Jahren beschäftigt. Ich bin die ganze Angst aus meiner Jugend leid. Das ist unsere Chance. Klären wir unsere familiären Angelegenheiten, Christoph, ja? Cantilene, du bist außer Kontrolle. Beruhige dich erst einmal. Sonst sagst du womöglich was, das du später bereust. Außer Kontrolle, wie? Außer wessen Kontrolle denn? Meiner oder etwa deiner?
Denk einen Moment über all das nach, was du dir aufgebaut hast. Dein Ruf als Staatsanwalt, dein Ruhm vor dem Publikum. Das könntest du alles verlieren, Cantilene. Apollo, hast du das gesehen? Er versucht, Staatsanwalt Gavin unter Druck zu setzen. Staatsanwalt Gavin, versuchen Sie sich zu erinnern, was Ihnen wirklich wichtig ist. Sie sind wirklich amüsant, Stirny. Ich könnte niemals vergessen, was mir wirklich wichtig ist, selbst wenn ich wollte. Wirklich, das habe ich nie. Nicht ein einziges Mal. Vor 7 Jahren... Endlich. Sie konnten einfach nicht widerstehen, nicht wahr, Herr Wright? Was widerstehen? Solide Beweise vorzulegen? Dürfe ich darum bitten, das laufende Kreuzverhör zu unterbrechen? Die Anklage würde gern einen neuen Zeugen in den Zeugenstand rufen. Nennen Sie bitte Ihren Namen und Beruf für das Protokoll. Ich bin mit dem Fall vertraut. Ich habe die Videos einige Male angesehen. Ja? Ja, das ist ja immer noch komisch, ne? Irgendwie, weil... Also anscheinend hat wirklich Apollo nicht alle Videos gesehen, weil er weiß ja immer noch nicht, dass er und Juicy Geschwister sind, ne? Das ist ja immer noch so. Ist Ihnen dabei nichts Unnatürliches aufgefallen? Unnatürliches? Nun, Sie wirkten ungewöhnlich gut vorbereitet. Ich meine, Herr Wright hatte gerade erst seinen Beweis vorgelegt. Und im nächsten Augenblick haben Sie Drew Misham hereingerufen. Fast als ob... Ja? Fast als ob... Was? Komisch. Mir ist nie in den Sinn gekommen, mich darüber zu wundern. Aber jetzt, da ich es tue, gibt es nur eine mögliche Erklärung dafür. Fast so, als ob Sie von Anfang an gewusst hätten, dass Herr Wright dieses Beweisstück vorlegen würde. Richtig. Ich wusste, wenn ich den nötigen Druck aufbaue, würde Phoenix Wright ein gefälschtes Beweisstück vorlegen. Tu es nicht, Cantilene. Ich wusste es, weil du es mir gesagt hast, Christoph. Was? Es war am Abend vor dem Prozess. Cantilene. Christoph? Komisch, dich am Tag vor dem Prozess in der Staatsanwaltschaft zu sehen. Wow, ist cool. Aha, ich werde nicht bei dem Prozess dabei sein. Was? Warum nicht? Ich werde dir bei deinem ersten Prozess nicht gegenüberstehen. Aber dafür habe ich dir Informationen mitgebracht. Informationen? Dem Anwalt, der morgen an meiner Stelle da sein wird, ist nicht zu trauen. Er hat nicht mal deinen Respekt verdient. Hör gut zu. Ich möchte, dass du einen besonderen Zeugen aufrufst. Dann. Damals habe ich mich darüber gewundert. Woher konnte Christoph so viel wissen? Staatsanwalt Gavin. Christoph, wir sollten uns eigentlich bei diesem Prozess gegenüberstehen. Ein fairer Kampf, Bruder gegen Bruder. So viel hätte ich verdient. Du hast mir den persönlichen Besitz des Opfers geliehen. Und du hast mir deine gesamten Unterlagen zu diesem Fall gezeigt. Der persönliche Besitz des Opfers? Das hätte auch McNiffys Tagebuch eingeschlossen, oder nicht? Herr Gavin? Ja je, Cantilene, du enttäuschst mich. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sind derjenige, der den Wald nicht sieht, Herr Gavin. Das lässt sich nicht unter den Teppich kehren, nicht mehr. Sag mir, was bei dem ganzen Prozess vor sich ging. Warum nicht? Ich habe hier erreicht, was ich wollte. Es kann sicherlich nicht schaden, ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen. Apollo, ich glaube, wir können endlich ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wir haben alles getan, was wir konnten. Ich hoffe, es war genug. Vor 7 Jahren, am Tag vor dem Prozess, ich kam auf Geheiß meines Mandanten Zack Ramirez in die Strafanstalt. Okay, jetzt alles aus seiner Sicht. Also mehr Lügen. 2 Karten. Eine Karte. Decken wir die Karten auf. Das reicht. Sie haben verloren, Gavin. Vielen Dank für Ihre Mühen. Sie dürfen jetzt gehen. Ja, weil Zack hat ja nur jemanden als Verteidiger zugelassen, der ihn im Pokerspielen besiegen würde.
Und das hat nur Phoenix geschafft. Und Gavin hat es zuerst versucht, aber er hat verloren. Okay. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was seine Gründe waren. Soviel ich weiß, hat er mich als seinen Vertreter entlassen, weil ich ein Pokerspiel verloren hatte. Ich kann mir keinen anderen Grund denken. Paps hat immer gesagt, willst du einen Menschen kennenlernen, musst du gegen ihn spielen. Zack hat nicht auf seine Punkte oder die Karten geachtet. Er hat den Mann hinter den Karten beobachtet, Christoph Gavin. Ich konnte es nicht fassen. Phoenix Wright, dieser zweitklassige Anwalt, der sich auf Glück und Bluffs verlässt. Er hat mich entlassen und sich für diesen erbärmlichen Wicht entschieden. Allein für diesen Fehler hätte er schon den Tod verdient. Pass auf, was du sagst, Christoph. An einer Stelle, so als Tipp, genug. Also war der Auftraggeber der Fälschung in Wahrheit... Oh, ich gestehe hier gar nichts. Der springende Punkt ist, diese zwei Männer haben mich gekränkt. Das konnte ich ihnen nicht verzeihen. Phoenix Wright und Zack Ramaroy haben beide verdient, was sie bekommen haben. Also haben sie Herrn Mischem um die Fälschung gebeten, damit sie gewinnen konnten. Aber dann, als sie Zack Ramarays Anwalt entlassen wurden, haben sie den gefälschten Beweis als Falle verwendet. Du hast mir die Information über die von dir angefertigte Fälschung gegeben. Dann hast du ihm deinen schmutzigen Beweis gegeben. Du kannst denken, was du willst. Was ich sagen will ist, dass alles, was ich mir vorgestellt hatte, eingetroffen ist. Alles lief perfekt. Unfassbar. Wenn ich nicht lachen würde, würde ich weinen. Staatsanwalt Gavin! Perfekt. Du bist verrückt, Christoph. Ja, er ist im Knast. Vor allem auch. Hör auf, dir selbst etwas vorzumachen. Wovon redest du, Cantilene? Wie endete der Prozess damals? Er wurde abgebrochen, als der Angeklagte verschwand. Ah, ich verstehe. Also, Christoph, du hast 7 Jahre lang in Angst gelebt. Was? Sie hatten Angst, ihre Fälschung würde auffliegen und ihr Ruf wäre ruiniert. Sie konnten nichts dem Zufall überlassen und deshalb haben sie jeden, der mit dem Fall zu tun hatte, überwacht. 7 Jahre lang. Genau, das haben wir auch schon gehört. Das hat auch Brushel erzählt, dass er paranoid ist, so ein bisschen, weil er ständig sich beobachtet fühlt. Eben von Christoph. Und das hat er auch zu Phoenix gesagt, dass Phoenix vielleicht auch beobachtet wird. Ja. Okay, kommt auch nochmal. Wissen Sie, er hatte immer das Gefühl, beobachtet zu werden. Das hat er gesagt, 7 Jahre lang, jeden Tag. Aber ich habe es auch gefühlt. Journalist sicher, dass er beobachtet wird, Zitat Ende. Fragen Sie sich nicht, warum Zack Ramaray erst nach 7 Jahren ausradiert wurde? Unmittelbar, nachdem er Kontakt zu mir hatte? Warten Sie. Zack Ramaray ist von diesem Reporter gesehen worden? Wie ist das möglich? War er denn noch am Leben, nach 7 Jahren Abwesenheit? Endlich. Ich wusste, dass dieser Augenblick kommen würde. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Zack Ramaray, 7 Jahre lang verschwunden. Trucys Vater. Was ist los, Apollo? Komm, schnapp ihn dir! Richtig. Überlass das mir. Erlauben Sie mir, dem Gericht hier ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Vor 6 Monaten wurde Christoph Gavin des Mordes an einem Reisenden angeklagt. Ich kann mich noch sehr genau daran erinnern. Shady Smith war doch sein Name, oder? Mhm. In einem chinesischen Restaurant vergiftet worden. Tragisch. Ja, nicht ganz chinesisch, aber gut. Die Details tun jetzt nicht zur Sache. Wichtig ist nur, dass Zack Ramaray dieser Reisende war. Was ist, Apollo? Wie? Mach weiter. Wir reden später darüber. Hatte sie es schon gewusst? Ja, das ist ja eh auch total komisch. Das habe ich mich ja auch schon gewundert. Ich meine, beim ersten Fall war ja Juicy noch nicht dabei. Aber sie hat ja bestimmt trotzdem davon erfahren, oder? Dass da Shady Smith umgebracht wurde. Und ich meine, das hat sie dann doch erkannt, dass das ihr Vater war, oder? Also hat sie das wirklich gewusst, dass ihr Vater da umgebracht wurde? Oder wie? Kann mir das bitte jemand erklären? Ja, Justice, können Sie das erklären? Das Ganze fing vor 7 Jahren an. Mit dem Tod des großen Zauberers Magnific Ramaray. Mit Magnific Ramarays Tod und seinem Schüler Zack Ramaray, dem Verdächtigen. Wer auch immer Zack erfolgreich verteidigt hätte, wäre ohne Zweifel berühmt geworden. Mit diesem Gedanken hatte Gavin das Undenkbare getan.
Er hat Beweise gefälscht. Du, Mischem? Eigentlich war es seine Tochter Vera, die diese Arbeit gemacht hat. Sie trafen Vorkehrungen, als sie die Fälschung machen ließen, nicht wahr, Herr Gavin? Vorkehrungen? Um zu verhindern, dass jemand redet, natürlich. Die beiden wissen zu viel. Sie am Leben zu lassen, bringt nur Ärger. Da haben sie geplant, die Fälscher zu vergiften. Atroquinin. Aufgetragen auf eine Gedenkmarke. Aber das Glück war Herrn Mischem hold. Die Bombe ging nicht hoch. Seine Tochter. Sie hat ihn gerettet, indem sie die Briefmarke genommen hat. Verstehe. Aber das war nicht die einzige Bombe, die er deponiert hatte. Der Nagellack von irgendwas natürlich. Ihnen war etwas aufgefallen, als sie die Fälschung in Auftrag gegeben hatten. Wenn Vera Mischem nervös ist, hat sie die schlechte Angewohnheit, Nägel zu kauen. Oh, der Nagellack war ihr Glücksbringer. Sie wäre einmal fast entführt worden. Seitdem ist sie, nun, Sie sehen es ja selbst. Sie weigert sich, das Haus zu verlassen. Er hat mir einen Glücksbringer gegeben, für den Fall, dass ich wirklich rausgehen muss. Er beschützt mich. Ja, sie hat offenbar etwas erhalten, ein Geschenk. Sie wollte mir nicht verraten, was es war. Es war von dem Kunden, der diese Abschrift machen ließ. Aber hat sie wirklich in den ganzen 7 Jahren nie ein einziges Mal die Fingernägel gekaut oder sich die Finger abgeschleckt oder sowas? Das war seine Absicherung. Absicherung? Solange sie ruhig zu Hause blieb, begab sie sich nicht in Gefahr. Achso, ja, okay. Aber was, wenn sie nach draußen gehen musste? Das stimmt, das war ja das erste Mal, dass sie irgendwie auch rausging. Und deswegen war sie nervös. Und dann hat sie halt den Tick, dass sie Fingernägel kauen. Was ja total natürlich ist. Das macht ja jeder zweite Mensch gefühlt. Ja. Wäre sie in Schwierigkeiten geraten, wäre sie nervös geworden. Und der Nagellack hätte den Rest erledigt. Diese Zeitbomben befanden sich 7 Jahre lang dort. Und dann gingen sie fast gleichzeitig hoch. Übrigens, eine Sache will ich auch noch kurz erwähnen. Ich dachte ja die längste Zeit über, dass Christoph und Valen zusammenarbeiten irgendwie. Aber jetzt wissen wir ja, nee, tun sie doch nicht. Und ich meine, dass Zack gestorben ist, da hatte Valen auch ein Interesse daran, weil er halt dann die Tricks vorführen durfte und sowas. Aber das war schon Christoph, weil er hatte ja auch ein Interesse daran, weil ja Zack auch in den Fall vor 7 Jahren verstrickt war. Und weil der halt verschwunden war. Und wenn der plötzlich wieder aufgetaucht wäre und irgendwas ausgeplappert hätte, wäre das auch ein Problem für Christoph gewesen. Ja. Wenn sie fertig sind, dürfte ich dann bitte in meine Zelle zurück. Ich bin es nicht gewöhnt, so lange Zeit zu stehen. Herr Gavin, haben Sie nicht mitbekommen, was wir gerade gesagt haben? Oh, ich habe Ihre kleine Geschichte genau gehört. Ein wirklich spannendes Märchen. Was? Cantilene, du verstehst doch sicher. Wir sind wieder bei den Beweisen angekommen, den fehlenden Beweisen. Es gibt keine nachweisbare Verbindung zwischen ihm und Drew Mishams Atrophinin-Tod. Einspruch! Was ist mit dem Restaurant? Sie haben Zack Grammarai umgebracht, um zu verhindern, dass er redet. Ich habe niemanden mit diesem Namen umgebracht. Sie können das gerne im Bericht nachlesen, wenn Sie wollen. Ja, wir haben ja immer noch nicht geklärt, warum er eigentlich Shady Smith getötet hat. Das haben wir ohne Motiv abgeschlossen, den ersten Fall. Aber jetzt wissen wir es, ja. Warum sollte er denn sonst umbringen? Das Opfer war ein Reisender, Shady Smith, über den nicht viel bekannt war. Sie glauben doch nicht, dass ich wusste, dass er ein Flüchtling war. Okay, warum haben Sie ihn dann umgebracht? Ich mache von meinem Recht zu schweigen Gebrauch. Toll. Wie Sie wissen, ist dieses Gericht nicht versammelt, um mir den Prozess zu machen. Die Angeklagte heißt Vera Mischem und wird des Mordes an ihrem Vater verdächtigt. Mein Prozess ist seit 6 Monaten beendet. Ich fürchte, wir sind sehr weit von unserem eigentlichen Thema abgeschweift. Dieses Gericht stimmt dem Zeugen zu. Es ist die Angeklagte Vera Mischem, die sich hier vor Gericht befindet, obwohl sie gar nicht da ist. Nein, aber du hast dich so gut geschlagen, Apollo. Solange es keine Beweise gibt, die die Anschuldigungen gegen ihn unterstützen, kann Vera Mischem durch diese Ermittlungen nicht für unschuldig befunden werden. Einspruch. Toll. Einspruch! Euer Ehren, Phoenix Wright hat 7 Jahre lang diese Beweise zusammengetragen. Einspruch.
Einspruch. Sie haben immer noch nicht verstanden, oder? Nehmen wir einmal an, in dem Nagellack wäre Gift gewesen. Wer war dann aber für Vera Mishims Nägelbeißen verantwortlich? Was? Ich weiß nicht, so viel steht jedenfalls fest. Derjenige, der das Gift an ihre Lippen gebracht hat, waren sie. Ja, genau. Was? Weil wir sie nervös gemacht haben, oder wie willst du jetzt argumentieren? Du bist ja witzig. Nur Beweise zählen, sonst nichts. Okay, vorbei. Nee, aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Apollo Justice Ace Attorney. Beim nächsten Mal geht's noch weiter, wenn dann hoffentlich irgendwer... Entschuldigung. Wenn dann hoffentlich irgendwer Einspruch oder Moment mal oder sowas rufen wird. Ich meine, ich weiß gar nicht genau, wie lange jetzt die Verhandlung eigentlich noch geht. Das, ich meine, wir haben jetzt auch schon Ewigkeiten keine neue Aussage mehr gehabt von ihm. Und ich weiß, muss ich in diesem Part überhaupt irgendwas beweisen? Übrigens? Oder am Anfang direkt? Ja, aber danach dann? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube sogar nicht. Also ich meine, vielleicht sind wir sogar schon ziemlich am Ende. Irgendwie, aber das wäre zu kurz irgendwie. Weil die letzten Fälle, die letzten Prozesse dauern ja immer Ewigkeiten. Immer 10 Parts oder sowas mindestens. Und wir sind jetzt erst irgendwie 3 oder 4 Parts dabei. Also ich glaube nicht, dass beim nächsten Mal schon vorbei ist. Da gibt es noch bestimmt einige Wendungen und sowas. Aber ja, ich hoffe, dass beim nächsten Mal, wie gesagt, jemand Einspruch oder Moment mal rufen wird. Und dass dann das noch ein gutes Ende hier irgendwie finden wird. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.